Hallihallo, ihr Nachwuchsrecken. Willkommen zu einem neuen Part The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part waren wir im Untergrund unterwegs und haben dieses wunderschöne Set komplettiert, in dem wir heute rumlaufen werden. Und ich habe auf der Karte nachgeschaut, also im Lösungsbuch, und wir haben echt wenige Crocs übersehen. Das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben nur 9 übersehen. Das ist extremst wenig und ich weiß nicht, was wir machen, nachdem, wenn wir schon alle Crocs eingesammelt haben und die Erinnerung gesehen haben. Ich denke mal, dann gehen wir zu Robello. Der hat ja gesagt, er wartet in Hatena auf uns. So, nämlich einmal hier unten. Man hätte es sich eigentlich schon gut denken können, dass hier ein Croc ist. Aber ich habe ihn leider übersehen. Weil ich auf der Karte nicht so genau drauf geschaut habe, welche Stellen sass sind. Dann einmal noch beim Faroria-Berg. Gab es noch einen, den wir leider übersehen haben, den wir aber hätten gut finden können. Weil wir waren auf dem Faroria-Berg. Das ist abgebildet, aber ich denke mal, wir holen es so, wenn wir dort auf die Teile hochkommen. Auf die Wasserfallinseln. Da. Ich glaube, man sieht ihn schon. Ein Steinkrog. Es war ein wenig unglücklich, dass wir den verpasst haben. Und ich sollte echt nach diesem Gebiet meinen Gleiter wechseln. Weil wir haben den da erwischt. Was eigentlich viel schwieriger zu finden ist, als der oben auf dem Faroria-Berg. Also der da. Und auf dem Faroria-Berg selber haben wir sogar noch den einen Croc gefunden. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie zur Hölle haben wir es auf die Beine... wie zur Hölle haben wir es geschafft, diesen offensichtlichen Croc hier zu übersehen. So, den hätten wir. Dann geht's weiter. Nach hier unten. Hier muss man fairerweise sagen, haben wir uns nicht so krass umgeschaut. Dazu habe ich mich nicht so krass umgeschaut. Habe ich halt leider vergessen. Darum haben wir auch dort die meist übersehenen Crocs. Von allen. Also von allen hier in dieser Region. Plus haben wir dort drüben noch eine Höhle übersehen. Den Reis besorge ich irgendwann bei Zeit. Hier drüben nämlich haben wir irgendwo einen Croc übersehen, dort oben. Und ich glaube eine Höhle. Hinter dem Wasserfall kann ich mir sehr gut vorstellen. Nein! Nein! Ach, wie blöd! Ey, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so ein Croc ist. Ich dachte, das wird jetzt schon wieder so ein sein Lande auf dem Feld. Und vor allem... Oh, wir haben es sogar noch geschafft. Wir haben nicht getroffen, aber wir haben es geschafft. Hier ist doch kein... Eine Höhle wartet. Wartet nur kurz. Jetzt sollte man mal mit dem Koordinatensystem arbeiten. Hier und 49. Haben wir was übersehen. Oh,
Meint man den Krog hier oben? Ja, ich denke. Tut mir leid, ein falscher Alarm. Doch keine Höhle. Ich dachte einfach nur. Nee, ich denke mal, dass da halt einfach nur die genaue. Die genaue Lage vom Krog. Dann haben wir hier unten noch eine übersehen und dort drüben. Ich weiß jetzt aber nicht, ob dort beim Säbel, ob der eine dort zum Säbel gehört. Kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Können wir jetzt Angelstadt endlich verlassen, damit die Karte wieder größer wird? Schade. Ich wollte einfach nur dich kurz als Reitgelegenheit nutzen. Da. Da ist der Krog, den wir verpasst haben. Also verpasst haben. Ich denke mal. Ich denke mal, wären wir in die Nähe von dem Ort hier gewesen, hätten wir ihn schon gefunden. Ja, man kann es mir, denke ich mal, nicht verübeln, dass ich den übersehen habe. Weil bei der Geoglyphe waren wir halt noch nicht. Die zwei holen wir dann von dem Schrein aus gesehen. Zuerst möchte ich den einen am anderen Ufer noch mitnehmen. Dort haben wir nämlich auch einen übersehen. Ja, okay, ich dachte mir schon, dass wir dort Propeller haben. Einfach dran klatschen. Und rüber. Richtig chillig. Und gemütlich. So, der Krog sollte irgendwo dort vorne sein. Ja, das bringt mich zu meinem Freund Krog. Auf dem Sand sollte ich, glaube ich, auch keine Haltbarkeit verlieren, wenn ich surfe. Was passiert eigentlich, wenn ich... Kann ich damit? Nein, kann ich nicht. Wenn ich schilde... Boah, krass. Also irgendwie hat das keinen Nutzen. So, wo willst du denn hin? Dort rüber. Okay. Dann machen wir es so. Oh, hier haben wir sogar ein Teil, das wir brauchen können. Nämlich meinen Krog-Transporter machen. Oh, hier sind sogar Räder. Dann brauchen wir doch nur 3 Sunanium. Und ich klatsche noch eine Batterie dran. So die kleine Batterie dort vorne. Oder mach 2. Nee, komm, mach eine. Da. Du kannst dran und wir fahren rüber. Vollgas voraus! Ich frage mich wirklich, was dort mit dem Gewitter abgeht. Das scheint ja bei Firone zu sein. Darauf freue ich mich. Achtung! Ja, dumm gelaufen. Link fahr! Okay, das war knapp.
Dein Freund ist angekommen. Bist du eigentlich blöd? Da ist er. Wieder zwei Krogsamen. Boah, krass. Wir haben durch zwei Gebiete wieder 52 Krogsamen. Da sieht man mal wieder, wie viele Krogsamen wir eigentlich verpasst haben. Weil man muss sich's mal auf der Zunge zergehen lassen. Uns fehlt nur noch Akala, Ranel, die Gerudo-Hochebene, der See, also ein Seegebiet plus Firona. Und das war's. Oh, und natürlich auch noch die Goron. Das heißt, uns fehlen 5 Gebiete und wir haben immer noch nur ein Viertel der Crocs. Also wir hatten nur ein Viertel der Crocs. Das heißt, wir haben extrem viele übersehen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon mal, die alle nachholen zu müssen. Vor allem im Gerudo-Gebiet kann ich mir vorstellen, dass wir sehr, sehr viele übersehen haben. In der Gerudo-Wüste. Geht dort unten. Hat's noch Crocs? Ja, diese zwei. Los, Tulin. Danke. Hier meine Hasshöhle. Und da drüben ist der Krog. Der andere sollte dann, glaube ich, irgendwo dort unten sein. Ist so und bring mich zu meinem Freund Krog. Und hier ist der Schattenspiegel, beziehungsweise hier war der Schattenspiegel. Palomura-Ruinen. Der ist jetzt aber weg. Aus welchen Gründen auch immer. Okay. Die Pfeile zeigen auf dieser Plattform hier. Ja, macht Sinn. Dass hier dann auch der Krog ist. Ich weiß noch damals, als TOTK noch nicht draußen war und man übelst die krassen Theorien immer angestellt und übelst die krassen Theorien in YouTube den Unlauf hatten, da habe ich mich auch so richtig krass gefühlt und wollte auch etwas dazu beitragen und bin dann zu diesen Ruinen hier gelaufen. Allgemein, ich bin zu jedem so neimäßigen Spot hingelaufen, den es in Hyrule gab. Und habe den, glaube ich, immer beinahe pro Ort 30 Minuten untersucht. Weil ich mich so richtig krass fühlen wollte, so von wegen, ey, guck mal her. Ich mache auch was fürs Allgemeinwohl. Ich suche auch nach Hinweisen. Das war so witzig. Jetzt, wo ich halt darauf zurückblicke, war es mega witzig. Und ich weiß noch damals die Theorien von mir und Maul, dass der Dämon, dass der Majora's Mask Dämon zurückkommt. Dass der Hyrule zerstören wird. Es war eine witzige Zeit. Es war halt eine Zeit, wo du im Ungewissen tappen musstest. Du wusstest halt auch nicht, was auf dich zukommt. Und dort war jede Theorie. Dort war keine Theorie eine schlechte Theorie. Solange die Theorie überhaupt irgendeinen logischen Ansatz hatte. Guck, wer behauptet hat, dass Girahim zurückkommt, dem ging es halt auch nicht gut. Das ist kompletter Fail. Ja, dort stimmt mir aber jeder zu. Wer halt wirklich behauptet, dass Girahim zurückkommt, der hat einen Knall. So, ich muss jetzt irgendwie lenken.
Und es war halt doch, nein, ich sag's nochmal, es war eine sehr witzige Zeit. Oder wo ich und meine Mama behauptet haben, ich weiß nicht, ob mal auch zu dieser Theorie stand, aber wir haben halt behauptet, dass der Arm, der halt eigentlich Rauru gehörte, der Arm von Zeldas Mutter ist. Und dass Link so einen Fluch hatte, also dass Link so einen Fluch hat. Und er deswegen jetzt diesen Arm trägt. Es war witzig. Oder ich kann mich auch noch an diese eine Theorie erinnern, wo man dachte, dass diese Batterien eigentlich so Kapseln sind. Oder Tränen. Also zuerst der einen Theorie. Dass die halt so Kapseln sind, die sich Link immer so geben muss, damit er halt nicht verreckt. Weil das giftig ist oder so. Topaz. Oder was man auch dachte, ist, dass das halt so die Tränen sind, die du halt auch in Scout Sword sammeln musstest. Aber ich weiß nicht, ob die dort auch Tränen hießen. Also, ihr wisst, die eine Quest dort immer. Wo du halt jeweils immer, ich glaube, 16 Stück sammeln musstest. Um irgendwie ein Item zu bekommen, das dich dann im nächsten Dungeon begleitet. Also, dass dich dann auf dem Weg zum nächsten Dungeon, dass dir dort hin hilft. Oder, dass dir dann im Dungeon selbst weiterhilft. Man dachte halt, dass es halt diese Teile sind. Oder von der Theorie habe ich auch schon gehört, dass die Schlüssel dort in den Schreinen, die zu sehen waren, viele haben halt behauptet, dass das die Schlüssel zu den Dungeons sind. Dass du die halt so wie in Link's Awakening mit Hilfe von Schlüsseln freischalten musstest. Was man sich eigentlich schon von Anfang an denken konnte, dass das nicht stimmt. Aber egal. So, den Krog haben wir. Den Krog haben wir jetzt auch. Das heißt, du bist der Letzte. Auf jeden Fall ist krass, jetzt dieses Spiel endlich zu spielen. Und es ist schön. Es ist sehr schön. So, aber ich bin jetzt gespannt, was werden wir bei der Erinnerung sehen? Und es ist schon wieder Blutmond-Time. So, aufladen und schießen. Aufladen und schießen. Was erwartet uns bei der Erinnerung? Ey, stimmt, wir sollten mal endlich zum vergessenen Tempel aufbrechen. Impa erwartet uns da ja. Ich weiß nicht, in welchem Part die uns gesagt hat. Ich glaube, Part 20 oder so. Halt irgendwo Part 20 bis 30 hat die uns, glaube ich, schon die Aufgabe gegeben. Ey, geht zum vergessenen Tempel, Mann. Ich erwarte euch dort. Dort soll es irgendwas von wegen den Geoglyphen geben. Wo sind wir? Immer noch nicht beim vergessenen Tempel. Machen wir dann, denke ich, in einer der nächsten Parts. So. Jetzt aber erstmal zur Erinnerung. Die Drachenträne. Ist, denke ich mal, auf der Spitze. Oh nein, sie ist da. Okay, let's go. Wir hören uns gleich wieder.
Gut, Zelda. Hier sollten wir ungestört sein. Du wolltest etwas mit mir besprechen. Worum geht es denn? Vielen Dank, oh Königin. Oh je, sieht aus, als hättest du dich ein bisschen verkalkuliert. Aber sehr nett, dass du deine Maske fallen lässt. Ganondorfs kleine Marionette. Dachtest du wirklich, du könntest uns hinters Licht führen? Bruder, ich hab von Anfang an gesagt, dass das Fake Zelda ist. Jo! Okay. Ey, aber am Anfang dachte ich halt wirklich, Zelda will Sonja abstechen. Oh mein Gott! Das heißt, dort gibt's irgendeinen Shapeshifter. Was zur Hölle war das? Das heißt auch, dort, wartet. Ey, Blutmond, perfektes Timing, Mann. Das heißt auch, diese Zelda hier, die wir sehen, die ganze Welt fährt. Die halt den Blutmond so angebetet hat. Das war 100% diese Fake-Zelda. Oh mein, klar, man hat's halt ohne Blut gemacht. Aber, das heißt, so hat man Sonja umgelegt. Bro, wie geil. Es ist nicht geil, dass man Sonja umgelegt hat, sorry. Das kam jetzt ein wenig falsch rüber. Ich meine jetzt eher, den Fakt, dass die Fake-Zelda halt wirklich Fake-Zelda war. Weil ich war mir schon von Anfang an sicher, dass das Fake-Zelda sein muss. Man weiß halt nie, was für Plot-Twists Nintendo reinbaut. Das weiß man halt natürlich nicht. Aber oh mein Gott, war das geil. Ich war gerade voller Gänsehaut. So, aber jetzt sollten wir endlich reinkommen, oder? Ja, endlich. Und der Leitstein ist auch weg. Ey, aber die Schickerteile hier stehen noch. Oh, Moment, die hieß doch Cherry, oder? Die eine von Robellos Ding. Okay, geil. Guten Abend, was für eine wundervolle Nacht, oder? Also, wir haben gerade erfahren, wie Sonja verreckt ist. Hey, du! Das Purapet-Institut und ich sind bereit. Bringen wir die Sensoren zum Laufen. Reich mir doch mal dein Purapet. 1, 2 und 3. Yay, jetzt haben wir endlich den Pura-Sensor, den Sticker-Sensor. Und fertig. Jetzt sollte ein Ton zu hören sein, wenn sich ein Schrein in der Nähe befindet. Okay. Also gut, genug der Erklärung. Wieso probierst du den Sensor nicht direkt mal aus? Seltsam. Der Sensor sollte reagieren, wenn du dich auf einen Schrein zubewegst. Und es sollte ein Schrein in der Höhle am Fuße des Hügels sein, aber er macht keinen Mucks.
Was? Du hast ihn schon gefunden? Im Grunde bin ich gar nicht überrascht. Aber der Sensor wird dir trotzdem helfen können. Vor allem, weil ich ihn entwickelt habe. Tja, ich schätze, von dem, was ich so erkläre, bleibt bei dir gelegentlich nicht so viel hängen, oder? Sekunde. So, jetzt steht alles drin. Und das kommt dann hinein. Ah, okay, sehr schön. Eine Bedienungsanleitung für den Sensor. Na, was sagst du? Okay. Zeit für Verbesserungen. Takien, mein Bester, ich sag's dir nur ungern, aber dein Pura-Pad ist noch nicht perfekt. Im Gegentum, es steckt noch weit mehr Potenzial in dem guten Stück allerlei fantastischer Funktionen. Folgendes hätte ich noch im Sinn. Besonders empfehle ich ein Teleportmedaillon. Was? Dann wäre... Oh mein Gott. Teleportmedaillon auf jeden Fall. Was brauchst du dafür? Ach so. Einfach gechillt. Oh, okay. Dafür müssen wir nach Akala. Okay. Oh, und jetzt haben wir das Institut auch als Teleportziel. Wichtig. Wie sieht's mit dem Pfad des Helden aus? Der war ja in Breath of the Wild 15 Schreine, oder? Bitte? Du hast bereits die Daten, sagst du? Dann gib mir schon dein Pura-Pad. Okay, dann haben wir jetzt den Pfad des Helden. Muss man wieder X drücken? 256 Spielstunden kann das Teil speichern. Okay. Und dann noch die letzte Funktion. Teleport, also Sensor Plus. Das ist ein Sensor der Superlative. Gute Güte, sag nur, du hast bereits die nötigen Einträge gesammelt. Oh, da müssen wir Fotos sammeln. Na, okay. Ich weiß nicht, wie viele, aber wir haben auf jeden Fall genug. Tada! Ja, den Rest kenne ich. Ein Sensor der Superlative. So, jetzt können wir alles damit ordnen. Soweit ich weiß. Hier siehst du mein Handbuch, Dateisammlung. Oh, da können wir die Dinger kaufen, die Fotos. Wartet. So. Pfad des Helden. Yo, okay. Was zur Hölle ist das? Das ist so ein queerer Strich durch die Map. Hey, ich frage mich, was da passiert ist. Wundert euch nicht, wo ich da genau war. Ich war auf dem Drachen. Ich hatte einen kleinen Ritt. Auf dem Weißdrachen. So habe ich die Teile gefarmt. Das Ganze könnte ich mir eigentlich auch relativ gut mal privat anschauen. Weil trotz der hohen Geschwindigkeit sehen wir halt nicht viel. So, und ich frage mich jetzt wirklich, wo zur Hölle waren wir hier unterwegs? Oh, ich erinnere mich. Ich glaube, ich bin da mal einfach so straight zum Drachen geflogen, ja. Ja, ich erinnere mich. So, der letzte Game Over war zum Glück da. Im Untergrund war ich auch ein klein wenig aktiv. Halt größtenteils da. Man sieht halt, wo ich überall so Nanium farmen war. In Hyrule war halt der größte Shit los. So, Shika-Sensor immer noch mit Y, Handbuchwellen. Ist der Maioin-Monster? Nein, Lebewesen.
So, und hier können wir jetzt die ganze Chose abspeichern. Okay. Cool. Also, Freunde, falls euch dieser heutige Part gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr gerne über einen Like und ein Abo freuen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao.